Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Das Regentagsspiel. Es regnet. Peppa und Schorsch müssen zu Hause bleiben. Ich mag Regentage nicht so gerne. Ich mag sie, denn hinterher gibt es schöne Matschepfützen zum Reinspringen. Gute Idee, Papa Wutz. Wir gehen gleich nach draußen. Peppa, wir müssen warten, bis es aufgehört hat zu regnen. Wann hört es denn auf? Komm, wir hören den Wetterbericht an. Hier ist der Wetterbericht. Heute regnet es den ganzen Tag. Oh. Ich finde, wir sollten das Regentagsspiel spielen. Was ist das Regentagsspiel? Ich zeige es euch. Ich nehme diese Quietscheente und verstecke sie so, dass ihr sie sehen könnt. Meinst du, dass ihr sie findet? Papa, wenn wir sie sehen können, hast du sie doch überhaupt nicht versteckt. Schaut mal her. Ich verstecke die Ente hier und ihr sagt mir, wo sie ist. Da. Vollkommen richtig. Das ist zu einfach, Papa. Es bleibt aber nicht so einfach, Peppa. Wer von euch möchte anfangen? Weil das Spiel Babyeier leicht ist, kann Schorsch ruhig anfangen. Na gut, dann wartest du hier. Papa Wutz sucht einen guten Platz für die Quietscheente. Die Ente ist irgendwo im Kinderzimmer. Schorsch sucht die Quietscheente. Aber sie ist gar nicht so leicht zu finden. Oh. Schorsch, du kannst sie sehen. Streng mal deine Augen an. Schorsch strengt seine Augen an, um die Quietscheente zu finden. Es wird schon wärmer. Kälter. Ganz warm. Schorsch hat die Quietscheente gefunden. Hurra! Ich habe sie sofort gesehen. Dieses Spiel ist zu einfach. Mal sehen. Peppa ist dran. Jetzt verstecke ich die Ente mal. Mama Wutz sucht ein Plätzchen für die Ente, damit Peppa sie suchen kann. Ich finde die Quietscheente sofort. Fertig! Die Quietscheente ist irgendwo in der Küche. Ich komme dich jetzt suchen, Quietscheentchen. Ich weiß, wo du bist. Du bist in der Spüle. Oh! Die Quietscheente ist nicht in der Spüle. Jetzt weiß ich's. Du bist unter dem Tisch gekrochen. Die Quietscheente ist nicht unter dem Tisch. Könnt ihr mir helfen? Bitte. Sie hat sich zwischen anderen gelben Sachen verborgen. Was kann denn hier noch wohnen, was so gelb ist wie die Ente? Bananen! Da bist du ja! Peppa hat die Quietscheente gefunden. Sie war in der Obstschale. Hurra! Gut gemacht! Ich möchte das Regentagsspiel gerne nochmal spielen. Dieses Mal sucht ihr beide nach der Quietscheente. Papa Wutz setzt die Ente so hin, dass Peppa und Schorsch sie suchen können. Fertig! Ich bin im Wohnzimmer! Sitzt sie auf dem Sofa? Nein. Ist sie vielleicht auf dem Fernseher? Nein. Sie ist überhaupt nirgendwo. Soll ich euch mal helfen? Sie sitzt auf etwas ziemlich Großem und ziemlich Schlauem. Und ziemlich Nettem. Papa, sie sitzt auf deinem Kopf. Das ist das beste Entenversteck aller Zeiten. Oh, der Regen hat ja aufgehört. Warum gehen wir nicht nach draußen? Aber ich will gerne noch mal das Regentagsspiel spielen. Ich glaube, dir wird das Draußen-Regentagsspiel sogar noch besser gefallen. Was ist das für ein Spiel? Ich habe keine Ahnung. Das Ziel ist, wir finden eine Matschepfütze. Hat sie schon gefunden? Ist das das Spiel? Bei diesem Spiel geht es nicht nur ums Finden, Peppa. Was kann man mit einer Matschepfütze machen? Darin herumhüpfen? Richtig schön in einer Matschepfütze herumhüpfen. Ich mag alle Regentagsspiele. Aber besonders mag ich das, bei dem wir in Matschepfützen herumhüpfen. Oh.